Lieber Kollege Theurer, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Seiten der AfD? Wenn es sein muss. Die Frage war an Sie gerichtet, ja, ob Sie das erlauben. Gerne. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Nolte? Ja, gut, natürlich. Der Herr Nolte ist derjenige, der diesen Unsinn postet. Der darf natürlich was fragen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Hallo, ich bin in der Guten Tag. Aus Herrn Friedrich ist jetzt Frau Roth geworden. So, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen von der AfD? Selbstverständlich. Ja, es muss nicht sein, aber es gehört ja zum guten parlamentarischen Ton, insofern sehr gerne. Ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank. Untertänigst. Bin ich tatsächlich schon bei 5 Minuten? Nein, aber es wird um eine Zwischenfrage gebeten. Ach so, geht die von meiner Zeit ab? Nein, im Gegenteil. Dann ist gut, dann darf sie gestellt werden. Die Antwort okay, wird man muss nicht ja auf Ihre Zeit angerechnet. Ökonomisch sich verhalten. Ja. Bitte sehr, Kollegin. Herr Glaser, Sie waren Dezernent der Stadt Frankfurt, Stadtkämmerer. Das ist wahr. Hatten eine Geldanlage von 100 Millionen D-Mark gemacht. In einem, das ist nicht wahr. In einem kritischen Papier und haben für das zig... Das ist auch nicht wahr. Und Herr Glaser, erst die Frage, dann die Antwort. Ja? Wir sind hier nicht im Dialog. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage, der Abgeordnete Hasselmann. Es ist mein Verständnis von Demokratie, das durchaus zuzulassen, ja? Deswegen werden Sie gefragt. Herr Kollege Thurmey, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. Ich komme erst in Rage. Wehrmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, wir befinden uns in einer parlamentarischen, demokratischen Debatte, deswegen lasse ich natürlich die Zwischenfrage zu. Herr Kollege Kronberger, glauben Sie an eine Zwischenfrage der Kollegin Krellmann? Ja, Frau Krellmann. Sie ist sehr intensiv bei der Fragestellung. Vielen Dank, Herr Kronberg. Das Problem ist, ich bin da halt am Thema auch immer so engagiert, weil ich selbst als Gewerkschaftssekretärin viele Betriebsratswahlen durchführen musste. Denn es ist ja so, dass die gesamte Solidargemeinschaft dann diese billige Krankenversicherung für einen Selbstständigen mitfinanziert. Herr Kollege Straubinger, gestatten Sie... Das kann doch wirklich nicht in Ihren eigenen Sinne sein. Gestatten Sie eine... Ich versuche, Sie nicht zu unterbrechen, aber Sie atmen nur wenig. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion der Linken. Mehrere, Herr Präsident, wenn es sein muss. Wenn die Eurozone... Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Bitte schön. Herr Kollege, kann es sein, dass Sie Ihre Weisheiten eigentlich nur von Kindergeburtstagen und aus Kneipen holen? Also ich bin ja Vater eines 8-jährigen Sohnes. Ich verbringe sehr gern mit ihm den Kindergeburtstag. Ich glaube, Sie sind Zahnarzt. Ich weiß auch nicht, ob Sie Ihre Weisheiten nur aus Zahnprothesen beziehen. Ich glaube, wir wenden uns hier wieder dem Thema zu. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rosemann? Ja. Aber das war... Herr Kollege Wendt, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Wir verschließen uns den Debatten nicht und deswegen lasse ich Sie zu. Frau Kollegin, würden Sie noch eine Zwischenfrage von der FDP-Fraktion zulassen? Ich habe nicht gesehen, Kollege der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau. Wenn ich ausraste, sieht das anders aus, Herr Kollege. Und nun mag die Zustimmung ja. Wollen Sie noch? Ja, bitte. Wir haben heute nichts mehr vor. Doch, wir haben schon noch was vor, aber das werde ich jetzt, würde ich darum bitten. Achso, entschuldigen Sie, ich muss Ihre Redezeit anhalten. So, also das wäre dann die letzte Zwischenfrage vom Kollegen Krischer. Oder Bemerkung. Herzlichen Dank, Herr Köppen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe Ihnen jetzt sehr aufmerksam zugehört. Das haben Sie nicht. Doch, ich habe sehr aufmerksam zugehört. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aber selbstverständlich, gerne, Herr Präsident. Frau Müller-Gemelicke, bitte. Ja, selbstverständlich. Ja, vielen Dank.
Ja, ich habe vorhin geredet, aber gerade deswegen habe ich jetzt noch eine Frage. Also ich finde eine Burka ziemlich unwürdig und ich finde es unwürdig, dass die Frauen sich dadurch auch zum Objekt machen lassen. Herr Kollege, aber, ganz schnell, erlauben Sie möglicherweise eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Nolte aus der AfD? Aber sehr gern, Herr Nolte, herzliche Einladung. Wenn Sie Ihre Parteitage verhüllen und sagen, da sind keine Journalisten zugelassen. Ganz Sekunde, ehrlich. Sekunde. Ja? Es gibt noch mal eine Zwischenfrage. Wollen Sie die zu? Gerne, gerne. Es gibt so viele Punkte, die ich hier aufarbeiten kann. Machen Sie weiter. Ja, es gibt trotzdem auch für Sie die Redezeit. Aber die, gut, jetzt haben Sie die Zwischenfrage noch zugelassen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Neu. Ja, bitte. Selbstverständlich, Herr Neu. Lange nichts gehört. Ich möchte aber gerne noch in der verbleiben. Erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Neu und Frau Kollegin Roth. Ich habe das Zeichen nicht richtig verstanden. Da muss Herr Annen freundlicherweise ins Mikrofon sprechen, dann verstehen wir ihn besser. Aber. Also, Herr Präsident, ich spreche lauter und beantworte gerne noch eine weitere Zwischenfrage des geschätzten Kollegen Herrn Neu. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Pflüger. Ja, bitte, gerne, wenn ich ihn sehe. Auch mir geht es wie hier. Ich stehe zwar gerne im Licht, aber die Sonne blendet. Es hat nichts Göttliches, kann ich versichern. Herr Kollege, der Herr Neu hätte noch eine Zwischenfrage. Gestatten Sie das? Ja, darf ich das ausführen? Bezieht sich das auf meine Ausführung oder wollen Sie gleich wieder zu den Rüstungsrüstungen? Also, bitte. Herr Kollege Dr. Hürtel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Ja, das sofort. Jetzt hat er ja was zu sagen und zu meckern. Das wollen wir mal sehen dann. Ja, hier, das hatte ich vorher auch schon. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kurz aus der Fraktion Bündnis 90 Grüne? Das sorgt immer für Erhellung. Also insofern. Das ist aber nett, Herr Wittacker. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wenn es dazu dient, dass der Horizont erweitert wird, bitte gern, Herr Grischer. Ich würde das bedingungslos erlauben. Hofreiter, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Von wem denn? Eines Abgeordneten der AfD-Fraktion. Ach Gott, ja. Nee. Die Zwischenfrage ist keine aktuelle Stunde. Wir haben eine Sachdebatte. Also die Zwischenfrage ist zugelassen. Herr Kollege Schuster, die Frau Kollegin von Storch würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja. Ja, ist doch gut so. Es gibt so etwas wie ein Fragerecht, Herr von Notz. Das dürfen auch wir wahrnehmen. So. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Wenn er nicht so schreit, ja. Von Christa, oder? Ach so, Kollege Janicek. Ja, wunderbar. Herr Kollege Stracke, erlauben Sie die Zwischenfrage des Kollegen Müller? Ja, gerne. Also wir können gern so weitermachen. Das können wir nicht. Ich leite die Nachtsitzung. Ich bitte darum, auf meine persönliche Befindlichkeit auch Rücksicht zu nehmen. Herr Präsident, Sie können ganz unbesorgt sein. Ich werde Herrn Stracke nur einmal fragen in dieser Debatte. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Blinkert? Ja, ja, gern. Oh, darf man einen AfDler nicht mehr zwischenfragen, oder was weiß ich sagen, was das denn soll? Na, anscheinend. Sie schauen mich aber gerade an. Ja, dann reden Sie auch mit mir. Danke, finde ich sehr nett. Gestatten Sie vorher noch eine Zwischenfrage des Kollegen Lauterbach? Wer ist das? Direkt vor Ihnen. Gut, Dr. Lauterbach. Hat's einfach akustisch nicht verstanden. Aber Sie müssten dann schon die Redezeit anhalten. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Selbstverständlich, die Kollegin Rüffer muss ja als Behindertenbeauftragte der Grünen Fraktion was dazu sagen, wenn schon die eigenen Redner vergessen haben. Nein, das war aber eine harte Keule, Herr Weiß. Das kennen wir so aber gar nicht von Ihnen. Und Ihr Antrag. Eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Kessler. Bitte, gerne. Oh, entschuldigen Sie, Herr Präsident. Also mein Einverständnis haben Sie. Das ist so schön. Ich bin auch einverstanden. Danke. Ja,
Ich würde zulassen. Ich wollte Sie nicht in Ihrem Redeflow unterbrechen. Zunächst gibt es eine Zwischenfrage der Kollegin Zimmermann. Auch noch, danach dann eine weitere Zwischenfrage. Ja, dann man zu. Auch noch zulasse, weil es so ein schöner Nachmittag ist. Herr Kollege Mayer, es gibt noch einmal den Wunsch einer Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Von wem denn? Also ich habe es ja nicht gesehen. Wollen Sie die Zwischenfrage zulassen oder nicht? Das ist meine Frage. Ja, das ist der Herr Müller, den schätze ich. Bitte. Ja, der sitzt im Rechtsausschuss. Herr Kollege Mayer, wir werden sehen, ob das auch weiterhin der Fall bleibt. Herr Hoffmann, dann starten Sie eine Zwischenfrage bei den Linken und bei den Grünen. Mit allergrößtem Vergnügen, Herr Präsident. Ja. Ich habe mich schick gemacht heute. Bitte die Haare sind gegelt. Ich komme zu dem Zitat gleich noch. Das wollen wir beim Handel machen. Herr Pfeiffer, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Krischer? Gut. Liebend gerne. Echt? Nee, das ist die Redezeit. Herr Braun, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Sarrazin? Tilo Sarrazin würde ich sofort rannehmen. Manuel Sarrazin, bitteschön, wenn es nicht von meiner Redezeit abgeht. Na was jetzt? Manuel Sarrazin, ja. Tilo wäre mir lieber, klar. Ja. Herr Kollege, Herr Steiniger, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Brandner? Wirklich? Um die Uhrzeit? Komm, auf bitte. Frau Kollegin, ich entschuldige, dass ich Sie unterbreche. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Linksfraktion? Danke. Ja? Nein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht erlauben wir der Rednerin, ihre Willensbildung ohne weitere Zwischenrufe selbst zu bilden und nicht ihr immer zu erklären, was sie zulassen hat. Aber Sie erlauben die Zwischenfrage, Herr Kollege. Bitte. Ja, liebe Kollegin, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Herr Kollege, es gibt eine Zwischenfrage aus Ihrer Fraktion. Lassen Sie die zu. War nicht abgesprochen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dürr? Nein. Ja. Herr Kollege Kraus, die Frage richtet sich an die Rednerin. Er durfte schon sagen, was er auf dem Herzen hat. Gestatten Sie eine Frage oder nein? Ja oder nein? Ja. Ja, bitte. Herr Kollege Dürr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin. Erklärung zu zuverlässig ist, Herr wie Herr Ihre... Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Frommeier? Aber gerne Frage. Doch. Naja, aber... Aber dann bitte eine kurze Antwort, weil Sie sind nur schon über die Zeit, Herr Frommeier. Ja, vielen Dank. Herr Brandner, es ist auch Sie überlegen? Eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung eines Kollegen aus der FDP? Ja, solange das nicht Herr Kahrs ist, also mit angenehmen Menschen rede ich gerne. Mit sozialistischen Dampfplauderern hätte ich das nicht gemacht, aber Herr Martens ist so ein netter Mensch, bitte. In der letzten Regierungserklärung... Herr Kollege Dr. Giese, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Aber Sie müssen die Uhr ganz anhalten. Ich meine auch danach. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Okay, bitte nicht von meiner Zeit ab. Lassen Sie die Debatte. Ja. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Nach der Rede, ja.